Ja, vielen Dank, Frau Herzog. Ich muss sagen, so einen Kreis wie diesen finde ich noch mal ganz besonders spannend, weil er für mich eine Erinnerung an den Anfang von meinen Aktivitäten bringt, nämlich als ich ein junger Student war, damals in der Fachschaft aktiv, in den 80er Jahren friedensbewegten Zeiten, da habe ich eine meiner tollsten Sachen und tollsten Erinnerungen war, dass ich damals an einer Ringvorlesung Ringvorlesung für den Frieden, Frieden hieß die einfach, teilgenommen habe, waren halt friedensbewegte Zeiten, war so ähnlich wie Scientists for Future heute. Wissenschaftler haben zu Themen was vorgetragen. Ich habe damals als Chemiker zu dem Thema chemische Kampfstoffe einen Vortrag gehalten. Was ganz spannend war, organisiert hat das ein junger Physiker, und zwar mit Namen Ranga Yogeshwar. Also, Frau Herzog, Sie wissen, was Sie in ein paar Jahren machen. So, ich fange heute an. Ich werde anfangen mit einer sehr globalen Sichtweise und nochmal sagen, wo stehen wir denn überhaupt mit dem Klimaschutz jetzt? Ich werde das aber auch noch einordnen, dass es nicht nur um Klimaschutz alleine geht. Es geht um wirklich eine Reihe von globalen Umweltproblemen, die auch alle eng miteinander vernetzt sind. Das werde ich darstellen. Ich werde dann sagen, wo sind wir mit den aktuellen Forschungen zum Klimaschutz, also IPCC-Bericht und was ist so in den letzten Jahren insbesondere an neuen Publikationen rausgekommen und was können wir daraus ableiten für die globale Zukunft. Dann werde ich ein bisschen was sagen zu den Ursachen und dann werde ich Paris vorstellen, wie funktioniert das Ganze und am Ende werde ich mal einen Ausblick geben, wie denn auch etwas funktionieren kann. Der ist ein bisschen kürzer geraten, aber vielleicht können wir in der Diskussion das auch nochmal vertiefen. So, für Leute, die von mir Vorträge hören, die ersten drei bringe ich immer, aber ich hoffe, dass es trotzdem für die, die mich schon mal gehört haben, jetzt tut es das gerade hier nicht. Der untere Pfeil. Ah, ja. So, die erste Folie ist übrigens alles aus dem Jahr, die nächsten drei Folien sind alle aus dem Jahr 2015, also dem Jahr der des Pariser Klimaschutzabkommens. Hier eine Veröffentlichung von Steffen et al. In Science. Die haben aufbauend auf einer Arbeit von 2009 das erste Mal gesagt, was sind denn Umweltprobleme, die eine globale Auswirkung haben. Ein großes Konsortium von Wissenschaftlern, Erdsystemforschung ist so in der Zeit neu entstanden und die sind am Ende dort gelandet, dass wir genau 9 Probleme haben, die hier benannt sind, wo die zum jetzigen Stand der Wissenschaft sagen, globale Auswirkung. So, und dann haben sie 2 Sachen gemacht, nämlich sie haben gesagt, wir versuchen Werte zu definieren, wo wir, wenn wir in diesem blauen Kreis drin bleiben, sagen, wir sind in einem sicheren Handlungsraum. Dann der rote Kreis sagt, alles was zwischen blau und rot ist, sagt, das ist der Bereich der Unsicherheit. Da kann es noch alles in Ordnung sein, aber es kann auch ein Problem geben. Und wenn wir über den roten Bereich hinaus sind, dann wird gesagt, das ist der Bereich, wo es wirklich kritisch wird mit dem Erdsystem. So, und das haben die definiert. Übrigens Vorbild für die war das Thema Klimaschutz. Und deshalb werden Sie auch hier sehen, dieser rote Kringel, den wir hier bei Klimaschutz noch nicht erreicht haben, das ist das 2-Grad-Ziel. Was damals, als der Artikel formuliert wurde, noch da war. Wir sind ja mittlerweile mit Paris einen Schritt weiter und sagen möglichst 1,5 Grad. Und das haben die versucht für alles. Was aber als erstes einem natürlich auffällt, ist, hey, Klimawandel ist ja noch gar nicht rot. Und hier sind aber 2 andere Bereiche, die sind schon rot. So, das sind einmal hier Stickstoff und Phosphor. Da haben meine Kollegen zugeschlagen, die Chemiker. Wir haben nämlich bei Stickstoff gelernt, es aus der Atmosphäre zu holen. Haber-Bosch-Verfahren hat jeder in der Schule gelernt. Und das machen wir in solchen Mengen, dass wir das Erdsystem damit ernsthaft gefährden. Phosphor ähnlich. Phosphor ist nur nicht so, dass wir es synthetisch herstellen, sondern Phosphor nehmen wir aus Lagerstätten und bringen es auch in ihren Mengen in die Umwelt. Manchmal als Düngemittel, wo es vielleicht noch einen gewissen Sinn macht. Manchmal auch, damit die Wurst ein bisschen bissfester ist.
wo es wenig Sinn macht oder gar keinen Sinn macht. Und das tut man in Mengen, sodass es das Erdsystem gefährdet. Bei Phosphor ist es zusätzlich so, Phosphor ist eine endliche Ressource, nicht weil wir nicht genügend haben. Wir haben wahnsinnig viel Phosphor, aber Phosphate sind irre gut löslich. Und das gibt's nur in Wüsten, wo nämlich meistens aus Exkrementen von Tieren sich Phosphat angereichert hat. Und das bauen wir jetzt ab. Das hält noch ungefähr 500 Jahre und dann ist es weg. Dann ist es gleichmäßig verteilt, vermutlich das meiste am Ende in den Meeren. Und wir kommen nicht mehr dran, weil es so verdünnt ist, dass es eigentlich nicht mehr machbar ist. So, dann haben wir hier noch eine, die noch ein bisschen weiter fortgeschritten ist als der Klimawandel. Das ist nämlich Landnutzungswandel. Was ist Landnutzungswandel? Das ist bei uns im Wesentlichen, dass wir Straßen, Siedlungen bauen, dass wir Wälder und Naturschutzgebiete in Landwirtschaft umbrechen. Das ist aber auch das, was im Regenwald passiert, in Amazonien, dass wir das Ganze umbauen. Da vielleicht auch, ich habe mal zwei Bücher mitgebracht, die ich Ihnen als Weihnachtslektüre empfehle. Das hier ist das dicke Dinger. Das hier ist das Buch Die Eroberung der Natur von David Blackburn. Das ist, wie wir in Deutschland mit Natur umgegangen sind, so in den letzten 200, 300 Jahren. David Blackburn ist ein Harvard-Wissenschaftler, der aber nur zu Deutschland geforscht hat. Es liest sich hochspannend. Und das zweite Buch, das übrigens toll geschrieben, ich habe es wie ein Krimi runtergelesen. Das nächste Buch, das ist ein bisschen anstrengender geschrieben, Joachim Radkau, Natur und Macht, eine Weltgeschichte der Umwelt. Die ist spannend, weil es da um die ganze Welt geht. Und die ist insofern sehr spannend, weil dort mehrfach drin beschrieben wird, wie wir durch Umweltprobleme Kulturen niedergegangen sind. Also zum Beispiel Mesopotamien, das Zweistromland, was in historischen Schriften als das blühende Land, wo Landwirtschaft ganz toll funktionierte, da war. Und heute guckt man dahin, nur Wüsten, da wächst gar nichts mehr im Zweistromland. Was ist das? Bewässerungssysteme wurden eingeführt, Versalzung und heute noch ist es so versalzt, dass dort nichts mehr wächst. Also der Mensch hat was getan und es hatte Folgen, die dafür sorgen, dass in dem Fall lokale Systeme zusammengebrochen sind. Was wir jetzt machen, ist, dass wir so handeln, dass globale Systeme zusammenbrechen können. Der Unterschied zu damals ist im Wesentlichen ein Mengenproblem. Ich will noch auf zwei Sachen hinweisen, die hier mit einem Fragezeichen sind. Also, biologische Vielfalt habe ich noch gar nicht zugesagt. Biologische Vielfalt ist das, wo es am meisten fortgeschritten ist. Und biologische Vielfalt hat in einer Beziehung hier eine Besonderheit, weil nämlich alle anderen dieser planetaren Leitplanken am Ende Auswirkungen auf das System biologische Vielfalt haben. Also der Klimawandel sorgt für Probleme mit der biologischen Vielfalt, der Landnutzungswandel sorgt dafür, die Überdüngung verhindert biologische Vielfalt. Dann komme ich auf die zwei Sachen mit Fragezeichen, neue Substanzen. Da sagen die Forscher vermutlich auch schon im roten Bereich. Was ist neue Substanz? Das ist alles über Plastik, über Pestizide, alle Stoffe, die es vorher so in der Natur noch nicht gab und die wir als Menschen eingebracht haben. Eine Farbe hat das nur nicht, weil man keinen Leitparameter festlegen konnte. Also man hatte nicht den einen Indikator, wie zum Beispiel hier CO2-Menge, weil hier geht es, was nimmt man? Nimmt man Plastik, nimmt man Pestizid? Also es gibt viel zu viele Parameter, um das zu benennen. Ein zweiter Bereich ist hier Aerosolgehalt in der Atmosphäre. Aerosolgehalt ist insofern ein positives Beispiel, wir haben da noch riesige Probleme, wir wissen aber an den Ländern hier westliche Welt, also das sind insbesondere klassische Luftschadstoffe, dass wir es in den Griff kriegen können. Wir haben es eigentlich schon gezeigt, jetzt muss insbesondere in Asien die Länder es auch noch in den Griff kriegen. Sie haben vielleicht die Bilder gesehen von Merkels Besuch in Indien, wo wirklich ganz dicke Smogluft war. Da ist ein Problem, alles hängt mit allem zusammen. Wenn wir das in den Griff kriegen, wird die Temperatur allein dadurch, dass wir diese Aerosole aus der Luft sehen, nämlich die Sonne abschirmen, wird es vermutlich ungefähr ein halbes Grad wärmer. Also wenn wir das Problem lösen, kriegen wir dafür beim Klimawandel etwas mehr. So, nächstes, die SDGs. Die gehe ich nur ganz kurz drauf ein. Das ist also auch das, wo sich die Staatengemeinschaft einstimmig drauf beschlossen hat, diese Ziele sich zu setzen. Die
Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen oder auch Agenda 2030 genannt, weil sie bis 2030 erfüllt sein sollen. Da ist ganz spannend, das ist, da sind sie wieder. So, ich weiß nicht, da ist vielleicht die nächste Folie irgendwas falsch. Da stehen als erstes die sozialen Sachen, wie keine Armut, kein Hunger, keine gute Gesundheitsversorgung, hochwertige Bildung. Hochwertige Bildung übrigens, das, was alle sagen, das ist das Schlüsselinstrument, um die anderen Sachen auch zu lösen. Also aus meiner Sicht eines der ganz wichtigen SDGs. Was da ganz spannend drin ist, hier ist zum Beispiel auch Maßnahmen zum Klimaschutz. Darüber ist USA auch weiter drin in Maßnahmen, weil da hat USA auch mit zugestimmt. Und über die SDGs sind sie immer noch mitgefordert. So, und das ist jetzt die Folie, auch eine Publikation aus 2015. Das ist das Thema The Great Acceleration, die große Beschleunigung, aus meiner Sicht die wesentliche Ursache unserer Probleme. Das Problem müssen wir lösen. Und dann kriegen wir an allen anderen Seiten auch Lösungen hin. Was bedeutet diese große Beschleunigung? Da haben wir hier sozioökonomische Sachen, wie hier zum Beispiel Wachstum der Weltbevölkerung, das Bruttosozialprodukt oder ausländisches direktes Investment. Und Sie sehen, alles sind solche Kurven, also Exponentialkurven, die immer noch in einem stark steigenden Ast sind. Und Sie sehen hier bei sowas Foreign Investment, das geht, diese rote Zahl ist 1950, das geht seit 1950 überhaupt erst richtig los, also das Thema der Globalisierung. Dann haben wir hier Energy Use, Fertilizer, also Düngemittelkonsumtion, große Dämme, das ist mal eins, wo wir hier oben sehen, oh, wir kommen zumindest hier so in Richtung ein Plateau, aber fast alle anderen Sachen sind immer noch im exponentiellen Bereich, wo das Wachstum weiter zunimmt. So, und dann haben wir hier die Erdsystemparameter. Hier ist das Thema Klimaschutz, also Kohlendioxid. Hier haben wir Stickoxide, hier haben wir Methan, hier haben wir Ozon. Eins der Beispiele, wo wir das Problem weitgehend gelöst haben. Der Wert ist zwar noch nicht runtergegangen, aber wir haben die Neuzufuhr von FCKWs gestoppt. Durch ein internationales Abkommen, was eingehalten wird. Wieso ist das noch nicht wirklich runter? Das ist daran, diese FCKW sind wahnsinnig persistent. Das heißt, die brauchen ungefähr 100 Jahre, bis die abgebaut sind. Das heißt, wenn wir jetzt nichts mehr reintun, haben wir in 100 Jahren die Lösung. Aber es wird nicht mehr schlimmer. Sie haben es vielleicht eben gesehen, das war auch eine der globalen Leitplanken, die noch im grünen Bereich war. Hier zum Beispiel sowas wie Shrimp-Produktion. Denk mal, Shrimp-Produktion, das hat doch mit globalen Umweltproblemen zu tun. Die Shrimps, die wir hier essen, die werden in den Küsten im Moment im Wesentlichen in Asien produziert. Damit die an den Küsten produziert werden, werden in großen Mengen Mangroven gerodet. Und diese Mangroven verhindern den Küstenschutz, was dann in den Ländern häufig mit dem Meeresspiegelanstieg zusammenkommt. Das heißt, die Überflutung in Ländern wie Bangladesch kommt noch viel schneller, als sie allein durch den Klimawandel schon kommen würde. Also das sind diese Sachen und das, was wir hiermit machen, jetzt habe ich die Folie von eben schon zuvor genommen, ich bin Chemiker aus meiner Sicht, wir haben die Erde in ein Reagenzglas gesteckt und machen im Moment Experimente im globalen Maßstab. Wir probieren nicht mehr im Reagenzglas aus und wenn es schief geht, fliegt uns was um die Ohren und haben einen Abzug da, der als Sicherheitsparameter gilt, sondern wir probieren es einfach mal. Wir packen das einfach in die Atmosphäre oder in das Land und gucken zu, was passiert. So, jetzt zum Thema Klimawandel. Eigentlich Trivialitäten. Ich will sie trotzdem nochmal darstellen, weil ich immer wieder merke, dass es dann so präsent einem doch nicht ist. Was haben wir beim Klimawandel als Problem? Im Wesentlichen ist es CO2, Methan, Stickoxide und ein paar andere Klimagase kommen noch dazu. Und das hier ist die Kurve, wo wir Methan direkt in der Atmosphäre gemessen haben. Das erste Mal ist das 1958 passiert auf dem Mauna Loa Observatorium in Hawaii.
Und da hat das ein Mensch gemessen, Charles Keeling, deshalb heißt das auch die Keeling-Kurve, zum ersten Mal. Und seitdem wird dort kontinuierlich gemessen. Wieso auf einem Berg in Hawaii? Das ist, dort kriegt man den besten Wert, der nicht beeinflusst ist durch irgendwelche Störfaktoren. Wenn man es hier messen würde, auf einem Berg im Harz, dann würde je nach Windrichtung die Fahne gemessen von der Industrie aus dem Ruhrgebiet. Hawaii ist mitten auf dem Ozean, da ist nichts, was stört. Der Berg ist auch ein Stück höher, das ist 3000 Meter hoch. Das heißt, die messen einen relativ ungestörten Wert von CO2. Auch da sehen wir, für jeden, der solche Kurven kennt, das ist keine Gerade, sondern es ist eine Kurve, die immer weiter ansteigt. Das heißt, wir sind immer noch in dem exponentiellen Verlauf und nicht in einer Gerade, die dort stattfindet. Dann fragen Sie sich vielleicht, wieso ist die so zackelig? Dieses Zackelig kommt dadurch, dass wir auf der Erde, auf der Nordhalbkugel, sehr, sehr viel Bewaldung haben. Und jetzt ist gerade die Zeit, wo die ganzen Blätter runterfallen. Das heißt, jetzt steigt der Wert wieder. Wir hatten im September den niedrigsten Wert. Und jetzt steigt er, weil sich die Blätter wieder zersetzen. Dadurch wird zusätzliches CO2 frei. Im Frühjahr fällt er, weil dann die Bäume wieder viel CO2 aufnehmen, das in Blätter umsetzen. Und dadurch kommt immer diese Zackelkurve, die aber im Moment jedes Jahr so um 2 bis 3 Parts per Million höher wird. Wir haben jetzt ungefähr 410 ppm. Vielleicht kommen wir im nächsten Jahr nochmal gerade eben unter 410, danach nie wieder. So, jetzt denkt man, auch nichts Besonderes, so schlimm sieht die Kurve ja nicht aus. Und das ist dann spannender, wenn man in den längerfristigen Zyklus sich hinausschaut. Nämlich hier ist die Kurve mal aufgetragen, eigentlich dasselbe, nämlich am Ende die Messwerte, über die letzten 800.000 Jahre. Woher weiß man das mit 800.000 Jahre und wieso ist es auch genau 800.000 und keine Million Jahre? Das sind im Wesentlichen Daten aus Eisbohrkernen. Es gibt 800.000 Jahre altes Eis und in diesen Poren des Eises kann man den CO2-Gehalt messen von vor 800.000 Jahren. Und dadurch weiß man das ziemlich genau und dadurch kommt auch diese ziemlich gezackte Linie zusammen. Wir sehen, in den letzten 800.000 Jahren war der Wert immer irgendwo so zwischen knapp unter 200 ppm und im Höchstfall 300. Jetzt nochmal einordnen, 800.000 Jahre, was ist das denn überhaupt erdgeschichtlich? Unsere Gattung Homo sapiens, die hat sich irgendwie zwischen 200.000 und 300.000 Jahre entwickelt. Also es geht so ungefähr dreifach so lange zurück, wie wir selber existieren auf der Erde. So, und was haben wir jetzt gemacht? Das ist diese senkrechte Linie, die jetzt hier oben angekommen ist, 410. Die nach den Prognosen, wenn wir so weitermachen, business as usual, wird die bis zum Jahr 2100 etwa bei 600 sein, hier. Und das ist das, was wir als Experiment mit der Erde machen. So, das Ganze führt zu Temperaturerhöhung. Die Temperaturerhöhung ist hier aufgetragen. Seit 1800, wann ging es, 60 los, auch da Messwerte, die man entsprechend aufgerechnet hat. Wir sehen sehr volatil, es tut sich nicht so sehr viel, bis zu etwa 70er Jahre. Und dann sehen wir hier 2017, da haben wir das erste Mal so knapp an der 1,5 Grad Linie gekratzt im Monat Februar 2017. Das ist auch eine der Schwierigkeiten, wieso es so schwierig ist, aus Wetter Klima zu machen. Nämlich die Wissenschaftler sagen uns, dass wir Klimadaten eigentlich immer erst dann nehmen kann, wenn man zumindest einen 10-Jahres-Mittelwert macht. Weil das Wetter von Jahr zu Jahr immer so unterschiedlich ist. Hier haben wir nochmal das Jahr 2017. Hier haben wir das Ganze dann als klassische Kurve aufgetragen. Diese schwarze Linie mit den schwarzen Punkten sind die jeweiligen Jahreswerte mit den Jahresmittelwerten als schwarzen Punkt eingetragen. Diese rote Linie ist eine gemittelte Kurve und das ist das, wo wir uns hinbewegen. Und da auch nochmal ganz spannend, einige von Ihnen haben vielleicht mitgekriegt, vor 15 Jahren gab es mal so eine Diskussion, dass es eine Pause in der Klimaerwärmung gibt und dass das Klima auf einmal gestoppt hat und man sich das gar nicht erklären kann. Da haben alle seriösen Wissenschaftler schon gesagt, ey,
das ist nicht wirklich Realität. Das sind hier Mittelwerte. Wir haben jetzt mal ein paar Jahre, wo es sich nicht so stark erwähnt hat. Das hat aber nichts mit den grundsätzlichen Methoden zu tun. Wo sehen Sie diese Pause oder wer hat diese Pause gemacht? Da wurde gesagt, also hier, da könnte man mit etwas Glück, als dass die Jahre noch nicht dabei waren, eine Gerade reinlegen und sagen, es erwärmt sich nicht mehr. Für jeden, der sich Kurven angeguckt hat, weiß, das ist vollkommener Quatsch. Eine zweite Sache, wieso wir die nächste Pause bald haben werden, nämlich Sie sehen hier, das war 2016, 17, 18. 2016 war das wärmste Jahr und Sie sehen hier auch, dass wir häufig vor so einem Plateau relativ hohe Peaks haben, wo es danach ein paar Jahre runterging. Hier, das ist sozusagen erdsystematisch vorgegeben, nämlich diese Peak-Jahre, die früh kommen, diese hier, dieses hier, das sind immer El Niño-Jahre. El Niño-Jahre sind über dieses Messsystem immer besonders warme Jahre. Nach El Niño-Jahren kommt in der Regel 5 bis 7 Jahre, bis der nächste El Niño-Jahr kommt. Und in den Jahren wird es meistens nicht wärmer als in den Jahren davor. Also das ist sozusagen nochmal die Erklärung, woher kommen diese kleinen Abplattungen in der Kurve. So, was hat es für Folgen? Ich bin jetzt mal, ich habe wahllos ein paar herausgegriffen. Hier das Erste, was Sie sehen, das ist ein Foto vom großen Aletsch-Gletscher, einem Gletscher in den Alpen, einer der größten Gletscher, die wir in den Alpen haben. Und Sie sehen dort, dass bei diesem, das Foto, Sie sehen hier so, bei den, das Foto ist eigentlich immer von derselben Perspektive, das ist eine Hütte, wo das aufgenommen wurde, und Sie sehen, wie sich dieser Gletscher zurückgezogen hat. Das Foto ist jetzt übrigens auch schon 8 Jahre alt. Das Foto, Sie sehen, eine Farbaufnahme, das ist aus den 50er Jahren. Also das ist in so 60 Jahren etwa passiert. Wir wissen, übrigens egal was wir machen, 1,5 Grad oder 2 Grad Ziel, eigentlich egal, spätestens im Jahr 2100, vermutlich schon 2050 werden die Gletscher in den Alpen weitgehend weg sein. Dann kann man sich da ganz einfach überlegen, was sind davon Konsequenzen? Das eine ist, die Hänge tauen auf, das Eis darüber von den Gletschern hält das über das ganze Jahr gefroren. Das ist sozusagen derselbe Effekt, wenn Sie messen in der Physikstunde. Meine Tochter hat es irgendwann mal gemacht. Ich habe das Glas mit Eis drin und ich halte das Thermometer rein. Und das Thermometer sagt eine Stunde lang 0 Grad und dann ist das letzte Eis geschmolzen und dann steigt es auf einmal relativ schnell an. Also ich habe eine ganz lange Zeit konstant und dann steigt es an. Das passiert hier jetzt auch. Irgendwann, wenn das Gletschereis geschmolzen ist, dann taut darunter der Boden. Der Boden wird aber durchs Eis zusammengehalten und wir kriegen dann Lawinen, Murren und Ähnliches. Das sind die konkreten Folgen direkt. Das Zweite, was wir haben, ist, dieses Gletscherwasser ist an trockenen Sommermonaten. In den letzten beiden Jahren hatten wir jeweils trockene Sommer, wo es mal 4 oder 6 Wochen nicht geregnet hat. Da ist das Gletschereiswasser dann in so August, September das letzte Wasser, was noch die Flüsse runterkommt. Das heißt, wir können uns jetzt schon darauf einstellen, dass wir vielleicht in 30, 40 Jahren, ähnlich wie in afrikanischen Ländern, es im Hochsommer mal haben können, dass der Rhein annähernd trocken fällt. Das heißt keine Schifffahrt mehr, das heißt keine Kühlung mehr für BASF, das heißt keine Kühlung mehr für die Kraftwerke, alles Sachen, auf die wir uns einstellen müssen. Nichts Besonderes, keine große Physik, sondern eigentlich nur klug nachdenken und man merkt, das sind Folgen, die auf uns zukommen. Das hier ist das Sache, wo ich mir von Richtung Biodiversität im Moment die allergrößten Sorgen drum mache. Das ist das Korallensterben. Korallen werden von den globalen Umweltproblemen gleich dreifach angegriffen. Einmal den Klimawandel, die mögen diese Temperaturerhöhung nicht. Das zweite ist die Versauerung. Das CO2 löst sich zu einem großen Teil im Wasser. Ein Glück für uns, sonst wäre die Temperatur noch viel höher. Aber dieses im Wasser gelöste CO2 hebt den pH-Wert an. Das ist für alle kalkbildenden Organismen schlecht, weil saures Wasser Kalk auflöst. Und je saurer es wird, umso weniger kann sich Kalk bilden. Das gilt für Muscheln, das gilt für Schnecken, das gilt auch für Korallen. Und das Dritte ist Überdüngung, was auch die Sachen schädigt. Alle drei kommen zusammen. Wir haben im Moment weltweit etwa 60% der Korallen so geschädigt, dass es zu dieser Korallenbleiche kommt. Und
Der Bericht des IPCC zum 1,5-Grad-Ziel sagt uns, wenn wir das 1,5-Grad-Ziel einhalten, dann werden wir bis 2100 etwa 80% geschädigt haben. Wenn wir das 2-Grad-Ziel haben, werden wir 99% geschädigt haben. Aber 2100 ist auch noch nicht das Ende der Welt. Das heißt, auch beim 1,5-Grad-Ziel werden wir vermutlich am Ende auch in Richtung 99% geschädigt haben. Und die Korallen, das muss man wieder wissen, die sind biologisch gesehen sozusagen ein Hotspot der Biodiversität in der Wüste Ozean. Ja, und das hier ist Dürre. Dürrefolge kriegen wir vergleichsweise wenig ab. Wir klagen auch über die Dürre. Bei uns sind jetzt auch Bäume geschädigt. Die Buchen sind auf einmal geschädigt, die vorher noch nicht geschädigt waren. Aber die meisten kriegen das ab. Die afrikanischen Länder und die Länder, die nahe am Polarkreis sind. Es gibt eine amerikanische Publikation, The Inhabited Earth, also die unbewohnbare Erde. Es gibt dort Staaten, wo davon ausgegangen wird, dass wir über längere Zeit Temperaturen über 50 Grad haben, wo Säugetiere eigentlich nicht mehr existieren können. So, jetzt die Sache mit den Kippelementen. Das ist eigentlich die Begründung, wieso wir überhaupt dieses 2-Grad-Ziel oder das 1,5-Grad-Ziel brauchen oder womit das begründet wird, dass wir dieses als Ziel definieren. Kippelemente heißt, es gibt bestimmte Prozesse auf der Erde, die dazu führen können, wenn ein bestimmter Punkt überschritten wird, dass es dann noch schlimmer wird. So, und das hier sind jetzt in einer Grafik alle Kippelemente aufgeführt, die so eine Auswirkung haben können. Sie sehen, ein paar davon haben Fragezeichen da dran. Da ist man eher, ja, weiß man noch nicht so genau, wie groß die Auswirkungen sind. Ich werde jetzt auf drei dieser Kippelemente mal beispielhaft eingehen, um zu erklären, wie denn diese Kippelemente funktionieren. Und die meisten von diesen Kippelementen, die treten erst ernsthaft ein, also beginnen tun die manchmal jetzt schon die ersten Wirkungen, aber die treten erst ernsthaft ein, so irgendwo zwischen 1,5 und 2 Grad. Ganz genau weiß man das nicht, so genau ist diese Messung und auch die Prognosen nicht. Leider ist es auch so, dass man im Moment, die neueren Publikationen machen es eher so, dass es vermutlich schlimmer ist, als man es vorher gedacht hat. Da mache ich auch nochmal einen kleinen Einschub, nämlich alles, was ich jetzt sage, sind Daten vom IPCC, also vom Weltklimarat. Da wird auch häufiger darüber geredet, was ist denn der Weltklimarat und ist das noch, heute war ein Artikel in der Zeitung gesagt, das ist politische Klimawissenschaft, weil der Weltklimarat ein politisches Gremium wäre. Der Weltklimarat, um es mal in wissenschaftlichen Kategorien zu sagen, das ist die Königsklasse des Peer Reviews. Das ist nämlich dreifach Peer Review. Also Peer Review kennen Wissenschaftler, die meisten sind vermutlich hier aus dem wissenschaftlichen Bereich. Das heißt, ich reiche eine Publikation ein und sie wird von unabhängigen Begutachtern geprüft und wird auch nur durchgelassen zur Publikation, wenn die Prüfer sagen, das ist in Ordnung. Jedenfalls wird was zurückgemeldet, der Wissenschaftler muss nacharbeiten. Wieso ist es dreifach Peer Review, dieses Weltklimarat? Das erste ist, der Weltklimarat, der nimmt sich für die Hauptberichte nimmt er sich ein Schlussdatum und dann nimmt er nur Publikationen aus der Zeit vorher rein. In dem letzten Hauptgutachten wurden 9200 Peer Review Publikationen geprüft und zu diesem Hauptgutachten verarbeitet. Übrigens von 830 Wissenschaftlern. So, und das heißt, die nehmen nur Peer Reviewed und die stellen das zusammen. So, die 830 Wissenschaftler wählen also aus dem Peer Review, arbeiten die Besten aus. Das heißt, wenn die 9200, die sind im Literaturverzeichnis angegeben haben, dann haben die vermutlich das Doppelte oder Dreifache gesichtet. Das ist also die erste zusätzliche Prüfung. Die zweite zusätzliche Prüfung ist, dass diese 830 Wissenschaftler, denen wird auch noch nicht alleine vertraut, sondern alles, was die machen, geht nochmal in eine Begutachtung. Da sind über 2000 Wissenschaftler nochmal beteiligt worden. Und erst dann wird nach Konsensprinzip das Ganze veröffentlicht. Abgesicherte wissenschaftliche Erkenntnis als das gibt es nicht in der Welt. In keinem anderen Fachgebiet kenne ich etwas, was ähnliche Qualität hat. Das Ergebnis davon ist aber, dieser IPCC-Bericht ist nicht alarmistisch, sondern der ist eher weichgespült. Konsensprinzip, da sind
saudi-arabische Wissenschaftler dabei, da sind australische Wissenschaftler dabei, da sind Trump-Leute dabei. Alle sind dabei und können mitdiskutieren, Konsensprinzip, und das kommt da am Ende bei raus. So, jetzt zeige ich Ihnen die Kippelemente. Das ist eins, was man aus meiner Sicht sehr, sehr einfach versteht. Das ist hier die Arktis und Sie sehen hier die frühere Meereseisausdehnung in der Arktis und Sie sehen hier die aktuelle mit einem Satellitenbild aus 2012. Da kann ich Ihnen sagen, seit 2012 ist es noch viel schlimmer geworden. Ich habe aber kein öffentlich zugängliches oder mit Creative Commons Lizenz Bild gefunden, was ich hier verwenden konnte. Und Sie sehen, alles das, was hier blau ist in diesem gelben Bereich, ist halt, schmilzt nicht, also friert nicht mehr zu im Sommer. Wieso ist das ein Kippelement? Kann man relativ einfach nachvollziehen. Die Sonne scheint jetzt im arktischen Sommer, das Bild ist aus dem arktischen Sommer, auf diese Flächen. Auf den weißen Flächen wird das meiste Sonne nicht reflektiert. Das Meer ist annähernd schwarz und das ganze Sonnenlicht wird absorbiert und landet als Energie im Meer. Und das ist so ein Kippelement, dieses arktische Kippelement haben wir ausgelöst, das ist auch gar nicht mehr aufzuhalten. Die Arktis ist die Gegend in der Welt, die sich am stärksten erwärmt hat. Wir haben ja eine globale Erwärmung im Moment von ungefähr 1 Grad. Die Arktis ist 4 bis 5 Grad wärmer, jetzt schon. Und die wird etwa 10 Grad wärmer sein, bald. Die Arktis wird auch so sein, dass man bald im Sommer mit dem Schiff über den Nordpol fahren kann. Übrigens auch spannend. Was passiert jetzt? Also es gibt ein paar Leute wie wir, die machen sich Sorgen darum. Es gibt andere, die sagen, oh super, unter der Arktis gibt es Ölvorkommen, wir können jetzt bohren. Schicken wir doch mal unsere Ölbohrtürme dahin und bohren das arktische Öl an. Und da gibt es gerade auch internationalen Konflikt drüber, weil die Arktis internationales Gewässer ist. Wem gehört das Öl? Also welchem der Arktis-Anrainer gehört das Ganze? So, nächstes Kippelement, da habe ich leider nur ein relativ verpixeltes Bild gefunden. Das ist der Permafrost. Der Permafrostboden, hier sieht man so einen, ups, das hat schon wieder nicht funktioniert. Hier sieht man so einen Eiskeil, der im Boden gefroren ist. Permafrost haben wir, wie eben schon erwähnt, in den Alpen, aber wir haben es insbesondere in den arktischen Ländern, Sibirien, Grönland und Alaska. Und in den Ländern ist der Boden dauerhaft gefroren. Wenn der auftaut, wird der instabil, dann bilden sich da drauf Pfützen, weil er in der Tiefe noch gefroren ist. Von oben her taut er auf. Und dann fängt da an, der Kohlenstoff, der da noch drin ist, von früheren Perioden, Torf, Kohle oder sonst etwas, der fängt an, sich zu zersetzen und setzt sowohl CO2 als auch Methan frei, was wieder stark klimawirksam ist. Und da lernen wir gerade durch die aktuellen Publikationen aus diesem Jahr, dass das erstens schneller geht und dass die zweitens die CO2-Mengen, die dort gespeichert sind, größer sind, als es im IPCC-Bericht vorher prognostiziert war. So, und der dritte Punkt, das hier ist eine Luftaufnahme von diesem Sommer. Da habe ich ein NASA-Bild gekriegt vom Amazonasgebiet. Und Sie sehen hier eine ganze Reihe, wo so Punkte sind. Das sind nicht diese, das Weiße sind Wolken. Diese Punkte hier sind Feuer und das sind die Rauchfahnen von den Feuern. Das ist also das, was wir beim Amazonas gerade erleben, dass sehr viel mehr Feuer sind, sehr viel mehr Amazonas-Regenwald abgerodet wird, als es vorher der Fall war. Da ist jetzt auch die Forschung einen Schritt weiter gekommen. Wir wissen, dass der Amazonas ein Kippelement ist. Was heißt das? Dieses Amazonasgebiet wird ab einem bestimmten Punkt, genau können wir noch nicht definieren, wird er nicht mehr als Regenwald weiter existieren können, sondern wird sich dieses ganze Gebiet in Savanne umwandeln. Wenn Sie nach Afrika rüber gucken auf dieselbe Breite, da sehen Sie Savannen oder teilweise sogar schon Wüsten. Da gibt es nicht oder nur sehr wenig Regenwald. Übrigens auch, ich empfehle nochmal das Radkau-Buch, durch den Menschen verursacht, durch Waldnutzung und Rodung, schon vor tausenden Jahren. Auch da konnten wir schon so stark eingreifen. So, wann passiert das denn? Und wieso passiert es? Wieso passiert es, ist relativ klar, nämlich im Regenwald, das hat man durch Forschung rausgekriegt, da ist das Wasser, durch die großen Blätter verdunstet das Wasser und regnet dann
entsprechend der Windrichtung ein paar hundert Kilometer weiter wieder ab, verdunstet dann erneut über die Blätter und regnet wieder ab. Und so kann sich ein Wassertropfen über 10, 15, 20 Mal abrechnen, über den ganzen Regenwald fortbewegen. Woher weiß man das? Das hat man über Isotopenmarkierung gemacht. Man hat radioaktiv markiertes Wasser genommen und gemessen, wo landet das Ganze denn? Also man weiß es ziemlich genau. Und da weiß man jetzt, wenn da zu viele Lücken entstehen, dann wird dieser immer wieder Abregenkreislauf wird unterbrochen. Und wann ist das so, dass das System zusammenkippt? Da sagen die Forschungen im Moment irgendwo zwischen 20% und 25% Rodung des Gesamt-Amazonas-Gebietes wird das Ganze zusammenbrechen, so dass es danach nicht mehr wieder zum Regenwald geht, sondern dass es umkippt in das System Savanne mit sehr viel weniger CO2 gespeichert. Wo sind wir im Moment mit der Rodung? Wir sind ungefähr bei 18%. Wenn wir Glück haben, geht es erst bei 25 los. Wenn wir Pech haben, bei 18. Ich habe die Ehre, in einem Auswahlgremium für ein internationales Klimaschutzstipendienprogramm zu sitzen. Das sind über Mittel des deutschen Staates, werden dort Leuten ermöglicht, aus allen möglichen Ländern nach Deutschland zu kommen und hier Forschung zu betreiben. Bei der letzten Auswahlsitzung im September war ein brasilianischer Forscher mit im Auswahlgremium, der zu Landnutzungswandel forscht. Und den habe ich darauf angesprochen. Ich habe ihn dann gefragt, so, hey, was können wir denn hier in Deutschland tun mit Bolsonaro? Das ist ja irgendwie ganz fürchterlich, was da passiert. Ich hatte eher mit einer Antwort gerechnet, oh, politisch Druck ausüben und etwas machen. Er sagte mir, es gibt nur eins, was ihr wirklich tun müsst, und das ist sehr simpel, esst weniger Fleisch. Weil wenn Soja nicht abgesetzt wird, dann wird auch der Regenwald nicht gerodet. Weil dafür wird das Ganze gemacht. Da ist auch eine Sache, die nicht so schön ist, nämlich wir essen schon viel Fleisch und immer noch viel Fleisch als Deutsche. Im Moment kommen aber die asiatischen Länder auf die Idee, genauso viel Fleisch zu essen wie wir. Einer der großen Treiber, die im Moment dort stattfinden. Also eines dieser Kippelemente, wie gesagt, da waren knapp 20 auf der Liste. Man könnte jetzt so fortgehen und zu vielen anderen Kippelementen Ähnliches sagen. Was mir wichtig ist, ist, dass man sieht, sozusagen es Kippelemente, die sind allein vom Klimawandel getrieben, wie zum Beispiel das Aufteilen des arktischen Eises. Es gibt aber auch Sachen wie hier der Regenwald, wo sozusagen andere globale Leitplanken Auswirkungen auf Biodiversität und Klima gleichzeitig haben. Also es ist alles sehr miteinander verwoben. So, jetzt die Grafik, was ist denn die Ursache? Die Ursache wissen wir ja schon, CO2. Und jetzt habe ich hier einen kleinen Filmchen, 1751 geht's los, also vor Beginn der Industrialisierung. Und Sie sehen, der Startpunkt ist England. In England haben wir die Dampfmaschine entwickelt, die industrielle Revolution, die auf einmal von Handarbeit alles in mechanische Kraft gebracht hat. Das war der Ermöglicher dieser großen Beschleunigung. Nur mit dieser elektrischen und mechanischen Kraft konnten wir das hinkriegen. Jetzt kommt hier USA dazu. Wir sehen alles noch eigentlich die westliche Welt. Die Kolonien kommen dazu. Irgendwann wächst hier jetzt Japan an. Wir sind schon 1910. Da kommt jetzt etwas dazu, Australien, Neuseeland passiert so ein bisschen, Indien wird mehr. Übrigens, jede neue Farbe ist eine Zederpotenz mehr, also exponentielle Darstellung. Und jetzt kommt irgendwie in den 90er Jahren China dazu und dort wächst es jetzt relativ stark. Und 2013 ist das zu Ende. Was wir aber jetzt ganz klar sehen, ist, die ganze westliche Welt samt China ist der Verursacher, und wenn Sie auf Afrika gesehen haben, annähernd null. Das ist 3, 4, 5 Zehnerpotenzen weniger, was Afrika emittiert hat im Vergleich zu uns. Aber Afrika ist das der Kontinent, der am meisten die Folgen tragen wird. Und dann kann man auch sich nochmal anschauen, wir reden ja oder haben in den letzten Jahren über Migration geredet. Wenn Afrika zur unbewohnbaren Erde wird, wo sollen die Leute hin? Wenn man auf die Landkarte guckt, die müssen nach Norden oder nach Süden. Nach Süden kommen sie nicht, da ist der Ozean. Nach Norden ist Europa. Das ist die Situation, vor der wir stehen.
So, hier auch nochmal die Kurve der CO2-Emissionen in einer klassischen Darstellung. Und zwar hier jetzt von 1960 an, also nicht wie die andere Kurve da. Was man da spannend sieht, wir haben noch nie eine Reduktion hingekriegt. Es gibt zwei senkrechte Linien. Die Linie hier ist der Beschluss des Kyoto-Protokolls und danach sehen Sie die Minderung. Das ist der Beschluss des Paris-Abkommens und danach sehen Sie die Minderung. Auch nochmal die Mengen. 37,1 Gigatonnen CO2. Wir sind im Moment so bei rund 7,5 Milliarden Menschen. Was bedeutet das? 37,1 Gigatonnen, das bedeutet, pro Mensch auf der Erde schieben wir jedes Jahr 5000 Kilo CO2 in die Atmosphäre. Das ist so, wenn man es in Sand hätte, dann würde schon so ein ordentlicher Laster kommen und einem die Einfahrt einmal vollkippen mit Sand. Jedes Jahr wieder. Wenn wir das mit der Schippe auf den Dachboden schippen müssten, dann hätten wir keinen Klimawandel mehr. Das ist ja das, man denkt, so Gase sind so leicht. Übrigens, 5000 ist der Durchschnittswert. Wir sind in Deutschland ungefähr ziemlich genau beim Doppelten, 10.000. Das ist also unsere Problemlage, gegen die wir vorgehen müssen. Hier, wir haben hier, das ist die Kurve, die Realität ist. Und das ist jetzt von Rockström, jetzt aktuell Potsdam-Institut, Chef, der Nachfolger von Schellenhuber. Das ist das, was er das Kohlenstoff gesetzt hat und sagt, so müssen wir jetzt gehen. Er sagt, runtergehen. Das, was Sie in den Studien der Bundesregierung und von anderen sehen, ist eigentlich immer diese grüne Linie, nämlich bis 2050 auf Null mit einer Gerade runter. Da sagen die Wissenschaftler, eigentlich nicht der richtige Weg. Weil, warum? Weil nämlich die erste Hälfte sind die einfachen Sachen. Da ersetzen wir Kohlekraftwerke durch Windkraftwerke. Einfach, geht. Die nächsten Sachen werden schon die schwierigeren Sachen. Da müssen wir zum Beispiel dann auf einmal Stahl herstellen ohne Kohle. Oder Zement ohne Kohle oder ohne Öl. Und dann kommen irgendwann die schwierigsten und er sagt, wir müssen eigentlich jetzt schnell reduzieren, weil wir jetzt die Low-Hanging-Fruits kriegen und mit jeder Sache, die schwieriger wird, müssten wir hier hinkommen. Sie sehen eine zweite Sache in dieser Kurve, auch eine Diskussion, die wir noch gar nicht so richtig in der Öffentlichkeit führen. Die sagt nämlich, damit wir am Ende zu diesen Null-Emissionen bis 2050 kommen, müssen wir jetzt bald anfangen, CO2 aus der Atmosphäre zu holen und irgendwie irdisch zu binden. Das Beste dafür ist Bäume pflanzen. Schlechte Sachen sind das, was man Geoengineering nennt. Also dass wir CO2 aus der Luft holen, irgendwie in die Erde pumpen und hoffen, dass es da bleibt. Alles mit vielen Risiken. Was da genau passiert, wissen wir noch gar nicht. Mit Bäumepflanzen wird man das hier hinkriegen, aber auch nicht viel mehr als das hier. Aber im Moment reden wir gar nicht über Bäumepflanzen, sondern wir reden über das Verhindern von Abholzung. Bis wir Bäume pflanzen können, muss erstmal richtig was passieren. So, das hier ist Deutschland. Wie sind wir mit den CO2-Emissionen? Wir sind hier, Jahr 1990, das ist das Startjahr, seit dem Kyoto-Protokoll schon, auch für Paris ist das sozusagen der Wert, mit dem wir starten. Wir waren hier bis 2016 bis 906 runter und das ist das, was wir uns vorgenommen haben. Das ist dieses 220-Ziel, wo wir jetzt schon wissen, dass wir es reißen. Das 2030-Ziel, das 2040-Ziel und das 2050-Ziel, wobei man sagen muss, die Ziele sind alle nur fürs 2-Grad-Ziel. Definiert. Wenn wir das 1,5-Grad-Ziel haben, dann müssen wir hier unten hinkommen, wie das hellrosa ist. Die aktuelle Zahl, da hatten wir übrigens Glück. Im letzten Jahr hatten wir wirklich mal einen Sprung nach unten durch ein paar kleinere Effekte, insbesondere, dass wir regenerativen Energienaufbau trotzdem schneller hatten als gedacht, ist aber im Moment gerade Vollbremsung. Windkraftausbau ist gerade auf Null oder fast auf Null. So, also Klimaschutzabkommen von Paris. Der nächste Punkt, was wurde denn in Paris beschlossen? Da müssen Sie wissen, Paris-Abkommen war eine lange Geschichte. Wir hatten erst das Kyoto-Protokoll. Das Kyoto-Protokoll, das hat Minderungsziele für jedes einzelne Land definiert und gesagt, ihr müsst so und so viel mindern.
Und das waren aber nur die Industrieländer. Da waren alle Entwicklungsländer und auch insbesondere die Schwellenländer wie China waren dort nicht mit drin. Von den Industrieländern haben es einige geschafft. Deutschland gehörte dazu, das Minderungsziel zu erreichen, Kyoto-Protokoll. Die meisten haben es gerissen. So, und dann gab es einen Fortsetzungsprozess und man hat erst gesagt, wir machen dasselbe, aber möglichst dann zumindest auch für alle Schwellenländer, möglichst auch für die Entwicklungsländer, wobei das eine schwierige Diskussion ist, weil die Entwicklungsländer gesagt haben, ey, wir haben jetzt so wenig Emissionen, wir haben vielleicht nur 100 Kilo pro Kopf. Wir wollen einen ähnlichen Wohlstand wie ihr haben und dafür wollen wir zumindest mal auf 2.000, 3.000, 4.000 Kilo auch kommen können, CO2-Emissionen. Ihr seid bei 10.000 in Deutschland, dann haben wir doch wohl ein Anrecht, auch mal 3.000 oder 4.000 oder 5.000 zu emittieren. So, das hat man dann in Kopenhagen versucht. Kopenhagen ist gescheitert, der Klimagipfel ist geplatzt und es hat kein Ergebnis gebracht. Und dann hat man in Paris gesagt, wir müssen einen anderen Weg gehen. So, in Paris hat man dann einmal gesagt, so, was setzen wir uns für ein Ziel? Nämlich da haben die gesagt, wir wollen deutlich unter 2 Grad gegenüber vorindustriellen Werten, möglichst 1,5 Grad. Also der Beschluss ist auch nicht 1,5 Grad, sondern möglichst 1,5 Grad. Und jetzt kann man darüber reden, was ist deutlich unter 2 Grad? Das ist der Beschluss, sicherlich nicht 1,9, aber sollte in die Richtung 1,5 gehen. Dass dieses 1,5 drin steht, das ist der Erfolg gewesen von den Inselstaaten, die vom Untergang bedroht sind. Die haben gesagt, wir brauchen dieses 1,5 Grad Ziel. Und dann hat man sich einen Mechanismus überlegt, wie das Ganze erreicht werden soll. Und der ist ganz anders als vorher. Es gibt nämlich nicht explizite Minderungsziele, sondern es sind alle Staaten verpflichtet, einen nationalen Klimaschutzbeitrag, NDC, National Determined, nationalen Klimaschutzbeitrag zu erarbeiten. In Deutschland ist das der Klimaschutzplan 2050. Und das haben jetzt auch zig Staaten eingereicht und haben das sich verpflichtet, dieses Ziel zu erhalten. In Marrakesch wurden die meisten schon eingereicht bei der Klimakonferenz. Diese Ziele zusammengerechnet erreichen aber nicht 2 Grad, auch nicht 1,5 Grad, sondern im Moment so 2,7 bis 2,8 Grad. So, das heißt, das ist das Erste. So, dann ist das Nächste, die Staaten werden dazu verpflichtet, alle 5 Jahre neue, ehrgeizigere Ziele vorzulegen. Da sagen die, also wenn wir es jetzt noch nicht erreichen, das wussten die auch schon, also zur Paris-Konferenz gab es so Absichtserklärungen, wo man schon wusste, dass man nicht ganz bei dem Ziel landet. Dann haben sie gesagt, okay, dann muss ab jetzt nachgelegt werden. Es steht auch drin, man darf nicht zurück. Also Deutschland darf nicht mehr hinter den Klimaschutzplan 2050 zurück. Die dürfen jetzt nur strengere Ziele machen und wir müssen auch was vorlegen, was strenger ist. Wie sehr das geht, wird aber nicht vorgeschrieben. Also da, man hofft am Ende, dass jeder Staat sich verpflichtet und dass am Ende in der Summe es hinhaut. Ne? So, und dann gibt es das nächste. Arme Länder werden finanziell durch Wissens- und Technologietransfer unterstützt. Das Klimaschutzstipendienprogramm, was ich eben erwähnt habe, ist einer dieser Wege, wo wir also Capacity Building machen. So, und in der zweiten Hälfte des Jahrhunderts weniger CO2-Emissionen, als die Natur aufnehmen kann. Dekarbonisierung, das ist also die Netto-Null, dass wir weniger in die Atmosphäre bringen, als von der Natur aufgenommen wird. Das steht dort drin, aber auch dort steht da nicht genau drin, wie dieses erreicht werden soll. So, dann Progressionsprinzip, nachfolgende Beiträge müssen ambitionierter sein als die vorhergehenden. Dieses globale Monitoring gibt es. Es gibt einen Compliance-Ausschuss, also ein Komitee, was das Ganze überwacht. Und es gibt ab 2020 jährlich 100 Milliarden Dollar der Industrieländer zur Klimafinanzierung bis 2025. Danach muss es mehr als 100 Milliarden Dollar sein. Und die Schwellenländer beteiligen sich an dieser Klimafinanzierung auch. Also es ist ein Finanzpaket gemacht worden, wie wir den Entwicklungsländern helfen, möglichst nicht die Fehler machen wie wir, sondern sozusagen fossiles Zeitalter überspringen und direkt zu regenerativen Energien übergehen. So, in Kraft treten, das ist wieder eine Erfolgsgeschichte.
internationale Abkommen brauchen meistens 3 bis 5 Jahre, bis sie ratifiziert und in Kraft getreten sind. Das Paris-Abkommen war schon 1 Jahr, nachdem es beschlossen wurde, in Kraft getreten, wurde wahnsinnig schnell ratifiziert. Der aktuelle Stand ist, wir haben 195 Unterzeichner und 187 Staaten haben ratifiziert. Es gibt ein paar aus dem arabischen Raum, wo Unruhen sind, die nicht ratifiziert haben, aber alle großen Staaten haben ratifiziert. Es gibt im Moment auch keinen einzigen Staat in der Welt, der nicht Teil des Abkommens ist. USA ist ja noch, die wollen austreten und haben jetzt ihre Austrittsurkunde eingereicht. Die werden aber erst ein paar Tage, nachdem Trump abgesetzt ist, ausgetreten sein. Es gab einen anderen Staat, mit dem die USA eine Zeit lang in trauter Zweikampfkeit war, die nämlich nicht ratifiziert hatten. Das war Syrien, die haben aber im letzten Jahr ratifiziert. Also es ist eine Sache, die, und mit diesen Ländern, die ratifiziert haben, sind über 98% der Emissionen abgedeckt. Was ist ein Problem daran? Wie alle internationalen Abkommen, es gibt keine Sanktionen. So, das ist, dann gibt es hier diesen Pfad. Da sehen Sie jetzt, wie läuft das Ganze mit diesen Abkommen. Und Sie haben eben schon gesehen, alle 5 Jahre müssen ambitioniertere Ziele eingereicht werden. Das sind hier immer diese Jahreszahlen, wo hier Einreichung aktualisierter NDCs, das sind diese nationalen Klimaschutzbeiträge, die hier kommen müssen. Dann haben wir hier diese erste, 2023 ist die erste globale Bestandsaufnahme, die ist dann alle 5 Jahre, 23, 28, dann wäre 33, so geht das weiter. Und dann ist hier immer an den Runden Einreichen aktualisierter NDCs, die ist dann immer 2 Jahre nach dieser Bestandsaufnahme. Also wir kriegen Messwerte und 2 Jahre später müssen die Staaten sagen, so, was macht ihr jetzt? Die Messwerte sind sowohl global als auch für jedes Land einzeln und die werden auch veröffentlicht. Also die, in Englisch hieß das Blame and Shame, also die Leute an den Pranger stehen, die nicht stellen, die nicht genug macht. Bedeutet aber auch, dass eine Umweltbewegung, die diesen Pranger auch wirksam macht, wahnsinnig wichtig ist. Weil eine Verklagung oder eine Strafe gibt es nicht. Wie übrigens, da kann man dem Paris-Abkommen gar keinen Vorwurf machen. Ich kenne kein internationales Recht, wo es eine wirkliche Strafe gibt als Strafzahlung oder Ähnliches. Also das ist dieser Weg. Und Sie sehen noch eins, dass nämlich diese Verhandlungen in den Jahren 23, 28, 33 und 20, 25, 30, das sind die, die besonders wichtig sind. Da passiert nämlich wirklich was. Da geht es um die Wurst. Zwischendurch geht es um nicht so sehr viel. Also 2019, das ist jetzt eher eine Bestandsverhandlung. Was 2018 sehr wichtig war, ist, da ist das Regelbuch verabschiedet worden. Was bedeutet Regelbuch? Regelbuch heißt, wie messen wir das Ganze überhaupt? Und beim Messen ist die schwierigste Frage gewesen, welchem Land schreibt man welche Emissionen zu? Also sagen wir, wir bauen hier in Deutschland ein Auto, das wird bei VW ausgeliefert, aber der Stahl kommt aus China. Wird der Stahl jetzt China zugerechnet und die ganzen anderen Zulieferprodukte und Deutschland kriegt das nicht oder wird das Deutschland zugerechnet? Es darf auf keinen Fall zweimal nicht zugerechnet werden, unter den Tisch fallen, könnte ja auch sein bei so etwas. Es sollte möglichst auch nicht doppelt zugerechnet werden und es sollte möglichst das gelten, was im Umweltrecht Verursacherprinzip hält. Das Regelbuch ist sehr kompliziert, es ist aber im Großen und Ganzen gut geworden. Und hier gibt es jetzt noch so ein paar Einzelfragen, da geht es insbesondere um Landnutzungswandel und Aufforstung und sowas, wie wird sowas zugerechnet. Aber das Regelbuch ist vernünftig, also insofern, wenn man jetzt sich dieser Logik des Paris-Abkommens folgt, dann würde ich sagen, es ist gut geworden. Es war auch nicht mehr möglich. Im Grunde, wenn man ein Minderungsziel für einzelne Staaten festgelegt hätte, man hätte auch keine Sanktionen gehabt, egal wie das internationale Abkommen ausgegangen wäre. So. Deutscher Klimaschutzplan, das ist das, was auch immer noch nötig ist, was jetzt durch das Klimapaket umgesetzt werden soll. Das sind hier die Minderung der Treibhausemissionen um 80 bis 95%. 80% ist 2-Grad-Ziel, 95% ist 1,5-Grad-Ziel. Das heißt, wir haben im Klimaschutzplan immer noch, 2 Grad reicht auch. Da sind wir auch mit dem Klimapaket noch nicht drüber hinaus.
Primärenergieverbrauch soll um 50%, das ist also Energieeffizienz. Die Verkehrsemissionen minus 40%. Verkehrsemissionen ist das größte Trauerspiel. Da haben wir nichts geschafft an Reduktion, sondern eine leichte Erhöhung. Und Anteil erneuerbarer Energien soll dann bei 60% liegen. Das ist aber alles nur fürs 2-Grad-Ziel, was wir dort reichen. Das ist hier hintersetzt mit konkreten Zahlen, die auch immer noch gelten. Das ist jetzt das Erste, was gut ist am Klimapaket, weil nämlich diese Zahlen den Ressorts zugeordnet werden und den Ressorts auch Verantwortung zugewiesen wird. Leider auch ohne Sanktionen. Es gab mal Entwürfe, wo Sanktionen drin waren, wo nämlich gesagt wurde, die Strafzahlungen, die daraus entstehen, müssen aus dem Haushalt des Ressorts kommen. Also wenn der Verkehrsbereich es nicht hinkriegt, dann muss die Strafzahlung, die es im europäischen Recht gibt, das Verkehrsressort zahlen. Das ist leider nicht so, sondern die Strafzahlungen kommen aus dem allgemeinen Topf. Aber immerhin, es ist aufgeschrieben, wie viel der Verkehr schaffen muss, und es ist auch klar, dass jetzt nicht Herr Scheuer sagen kann, ach, liebes Umweltministerium, mach mal. Sondern er hat jetzt selber die Verantwortung zugewiesen gekriegt. Einer der positiven Aspekte. Es gibt viele negative, aber immerhin, ich will auch mal einen positiven nennen. So, jetzt noch eine Sache. Ich habe gesagt am Ende, ich will auch noch ein bisschen Hoffnung machen. Ich gehe da nicht auf Einzelsachen ein, aber ich will mal 2 Sachen aus der Wirtschaft sagen, weil wenn es gesagt wird, es geht nicht, dann wird ja immer gesagt, ach, es geht nicht, weil unser Wohlstand geht dahin, die Wirtschaft läuft nicht mehr, alles geht den Bach runter. Und da will ich Ihnen an 2 Indizien zeigen, dass es nicht so ist. Ich bin sogar fest davon überzeugt, wir könnten sogar richtig prosperieren damit. Deutschland könnte Vorreiter für dieses sein. Das kann für ein Technologieland, wie wir es sind, riesige Chancen aufmachen. So, und das Erste ist das hier. Das ist die Stiftung 2 Grad. Die hat, die heißt noch 2 Grad, aber wenn Sie, da steht hier drin, Klimaschutzplan 2050, Ziel auf 95% anheben. Das heißt, die will 1,5 Grad. Die heißt 2 Grad Stiftung, weil die schon vor 15 Jahren gegründet wurde, von Michael Otto übrigens, also dem Versandhausunternehmer. Und die hat sich als Wirtschaft schon das Ziel gesetzt, wir wollen das 2-Grad-Ziel einreichen. Hier haben sie jetzt gesagt, wir wollen das 1,5-Grad-Ziel einreichen. Wir wollen die 2020-Ziele erreichen. Wir wollen eine Energiewende, Wärmewende, Verkehrswende und Emissionshandel. Wir kümmern uns selber darum. Und hier sehen Sie die Firmen, die dort alle mitmachen und das mitgezeichnet haben. Diese Firmen haben zusammen 51 Unternehmen, 350 Milliarden Euro Umsatz, um das auch mal einzuordnen. Und was sind 350 Milliarden? Das ist etwas mehr als der Bundeshaushalt. Also es gibt schon Unternehmen, die von alleine sagen, wir wollen, dass es so passiert. Da sind natürlich Sachen bei, einer der größten ist Siemens. Das sind welche, die setzen darauf. Die sagen, mit erneuerbaren Energien können wir Geld verdienen, mit dem Umbau, mit Energieeffizienz können wir Geld verdienen. Das ist ein Geschäftsmodell der Zukunft. Was sie nicht finden, sind Autoleute. Die haben eher ihr Problem mit dieser Sache. Und das Zweite, was wir haben, ist diese Studie. Es gibt viele Studien, die sind noch vom Umweltaspekt viel, viel spannender. Aber die finde ich spannend, weil die vom BDI, also Bundesverband der Deutschen Industrie, beauftragt wurde. Von Prognos, also einer bekannten Forschungseinrichtung. Und die haben die Aufgabe gekriegt, zu untersuchen, wie kann es gelingen, eine Energiewende so hinzukriegen, dass es für die Wirtschaft verträglich ist. Verträglich heißt nicht, dass es allen gut geht. Verträglich heißt, dass neue Energien oder neue Industrien so aufgebaut wird, in dem Maße, wie andere verschwinden. Dass am Ende dasselbe Geld verdient wird, dass dieselbe Beschäftigung da ist, aber nicht unbedingt derselbe Arbeitsplatz. Also dass dann vielleicht der coole Kumpel hinterher bei Energieeffizienzunternehmen seinen Job kriegt. So, und das Ergebnis ist höchst erstaunlich, nämlich das Ergebnis sagt, 80% CO2-Minderung, also das 2-Grad-Ziel, kriegen wir hin mit einer schwarzen Null. Das kostet uns nichts, wir verdienen aber auch nicht mehr dran als vorher. Also da läuft die Wirtschaft so weiter wie bisher, und es ist im nationalen Alleingang von Deutschland umsetzbar. So, und das 1,5-Grad-Ziel, da sagt dieselbe Studie, kriegen wir auch hin, aber nur mit internationaler Kooperation. Da sagen sie, da wird es dann kritisch, wenn nebenan in Italien der Stahl noch so produziert werden kann mit hohen CO2-Emissionen. Da brauchen wir jetzt einheitliche Regeln, die für die ganze Industrie gelten, und dann kriegen wir es auch hin.
Und es gibt da zig Beispiele, da könnte ich Ihnen unendlich viel geben aus dem Förderbereich der Deutschen Bundesstiftung Umwelt, wo wir zeigen können, dass es technisch auch funktioniert. So, dann bin ich bei der Zusammenfassung. Also wir müssen das fossile Zeitalter beenden. Wir brauchen einen starken Ausbau der erneuerbaren Energien. Aus meiner Sicht auch nicht über Exporte, dass wir also irgendwo in der Sahara Windräder bauen, daraus Wasserstoff herstellen und den hier hin transportieren. Das ist erstens sehr ineffizient, weil die Umwandlung von Wasserstoff und Transport, da geht etwa ein Drittel der Energien verloren, bis wir sie hier nutzen, zwei Drittel der Energien verloren, bis wir sie hier nutzen, sondern wir sollten das meiste lokal herstellen. Und dazu brauchen wir Photovoltaik und Windkraft. Windkraft brauchen wir insbesondere im Winter, wenn die Sonne nicht scheint. Also jetzt kriegen wir nicht mit Photovoltaik unsere Häuser regenerativ beheizt. Wir müssen den Wärme- und den Verkehrssektor im Endeffekt auf regenerativen Strom umstellen. Also statt Benzin brauchen wir in irgendeiner Form Strom und statt Öl oder Gas brauchen wir auch in irgendeiner Form Strom. Ein bisschen kann man mit Biomasse machen, aber bei Biomasse kommen wir am Ende in den Konflikt des Landnutzungswandels. Das wird in großen Mengen nicht gehen. Das heißt, wir müssen die Häuser in irgendeiner Form elektrisch beheizen oder besser, wir haben das neueste Gebäude auf dem DBU-Campus ist das Naturerbegebäude. Das ist ein Plusenergiehaus. Das heißt, das ist Passivhausstandard und braucht so wenig Nachheizung, dass die Photovoltaikanlage auf dem Dach übers Jahr gesehen mehr Energie erzeugt, als das Haus selber verbraucht. Also das Haus ist im Prinzip ein kleines Kraftwerk, was übers Jahr Energie ins Netz einspeist. Und aus meiner Sicht ganz, ganz wichtig, Energieeffizienz, und zwar kräftigste Energieeffizienz, ist die Voraussetzung, um die Ziele zu erreichen. Ich habe da mal so 4, 5 Studien nebeneinander gelegt aus Industrie, von der Deutschen Energieagentur, von Umweltverbänden. Wenn Sie die nehmen, wo Sie die am stärksten auf Energieeffizienz setzt, dann werden wir etwa 3-mal so viele erneuerbare Energien brauchen wie jetzt. Wenn wir die nehmen, die am wenigsten auf Energieeffizienz setzt, brauchen wir ungefähr 10-mal so viel. 3-mal so viel kann ich mir noch vorstellen bei Windenergieanlagen, 10-mal, da kommen wir in einen echten Konflikt rein und werden dann wieder auch auf der anderen Seite Biodiversität Probleme hinnehmen müssen. So, und die Entscheidung, die wir jetzt treffen müssen in unserer Generation ist, wollen wir auf die Risiken gucken, wollen wir an dem Vergangenen festhalten, wollen wir mauern. Mit Mauern meine ich insbesondere auch Migration, um die armen Afrikaner, die hier ihre Heimat suchen, wegzuhalten, und wollen wir globale Ungleichheit zementieren. Oder, was meine Empfehlung wäre, wir sollten die Chancen sehen, dass wir Wohlstand und Wohlergehen und gutes Leben anders gestalten können, als wir es jetzt haben, dass wir auf Veränderungen setzen, die Zukunft gestalten, dass wir auf globale Kooperation setzen und dass wir versuchen, auch global allen Menschen ein Leben in Würde zu ermöglichen. Vielen Dank. Vielen herzlichen Dank für den Vortrag.